Schönen guten Abend zusammen. Hey. Hallo. Und wie man hört, wurden Sie zusammengeführt musikalisch durch einen gemeinsamen Bekannten. Mhm. War das dann in dem Moment Liebe oder Harmonie auf den ersten Ton? Kann man das so sagen? Ja, das hast du schön ausgedrückt. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe den Song gehört und habe direkt gesagt, okay. Ich sag zu, gerne, sehr gerne. Ja. Und wenn man Sie so gemeinsam hier sieht auf dem Sofa und wir sitzen schon ein paar Minuten hier zusammen, das wirkt alles sehr, sehr harmonisch. Was ist sie für einen und warum funktioniert es auch? Ist ja vielleicht gar nicht so ungewöhnlich zwischen Generationen auch so gut. Ja, vielleicht gerade deswegen. Mhm. Mandy ist eine sehr tolle Sängerin. Ich konnte sie jetzt sehr oft erleben im Umgang mit ihren Fans, mit dem Publikum. Das beeindruckt mich sehr. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie man miteinander umgeht. Und sie macht das sehr schön und menschlich. Ich weiß genau, was sie will und ist eine hochprofessionelle, trotzdem immer noch sehr spontane oder vielleicht gerade deswegen sehr spontane Partnerin. Und es macht Spaß, mit ihr unterwegs zu sein. Wir spulen gerade ein immenses Programm ab und sie macht das mit links. Ich finde das grandios. Es heißt in dem Lied, das wir gerade gehört haben, in der Single-Auskopplung, heißt es, lebe deinen Traum und verträume nicht dein Leben in einer Zeile. Ist das auch so eine Art Traum, den Sie da auch an der Seite von Peter Maffay zurzeit leben oder ist es erstmal vor allem harte Arbeit? Nee, also es ist beides. Es ist harte Arbeit, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Also A, weil Peter an meiner Seite steht und ich Lilly spielen darf und B, weil ich so viel mitnehme für mich und für mein Leben und für meine Karriere. Also es, ich denke, dass es allen im Team sehr viel bringt und das merkt man auch. In dieser CD, die ich wirklich gerne gehört habe, von vorne bis hinten, die Geschichte muss man von vorne bis hinten hören, sonst macht sie auch keinen Sinn, da heißt es unter anderem, und das ist meine Lieblingszeile, es kommt auf die Augenblicke an, die einem den Atem rauben. Also eine Eintagsfliege in dem Fall kann ein ganz erfülltes Leben auch haben. Ja, was ist das, was Sie erfüllt im Leben? Meine Familie, mein Beruf, den ich eigentlich immer noch sehr oft gerne, und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, als Hobby bezeichne. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert seit Anfang. Die Chancen, die ich hatte, Menschen zu begegnen, die mir etwas mit auf den Weg gegeben haben. Ein Abenteuer, das eigentlich nie aufgehört hat, eins zu sein. All das zusammengenommen, ein abwechslungsreicher Tagesablauf, den ich ein bisschen mitbestimmen kann oder weitgehend sogar mitbestimmen kann. Diese Freiheit, die bedeutet mir sehr viel und einiges mehr. Eine Gesundheit, die mir der liebe Gott mit auf den Weg gegeben hat, die mich das alles tun lässt. Und was ich sehr bemerkenswert finde, auch bei den Liedern, ist, dass der Tod als was sehr Fröhliches daherkommt. Beschwingt, als Swing. Diener der Zeit. Ja. Empfinden Sie das so? Oder machen Sie das auch? Weil Sie haben ja auch ein Projekt auf Mallorca, wo Sie mit traumatisierten Kindern zusammenarbeiten, um denen vielleicht auch eine Perspektive zu zeigen. Ich glaube, wenn man mit Kindern ein solches Thema erörtert, und das soll ja passieren, wenn man die Geschichte jetzt hört, muss man die ein bisschen entschärfen. Für Kinder ist der Tod noch viel heftiger, eine Dimension, die sehr bedrohlich ist. Obwohl sie oft, und Sie haben das ja gerade gesagt, bei traumatisierten Kindern plötzlich da ist, ohne dass man es verhindern kann. Ja. Also wir wollten es ein bisschen lustig gestalten, damit man da nicht allzu sehr in Stolpern gerät. Sie sind auch eine, die sich engagiert für Ostafrika. Warum ist dort Ihre Initiative so wichtig für Sie? Ich glaube, weil das momentan, also abgesehen von den ganzen anderen Dingen, die auf der Welt passieren, einfach der Part ist, die am dringendsten unsere Hilfe brauchen. Da geht es wirklich um einen Euro, die Menschenleben retten können. Und da habe ich mir halt gedacht, wenn ich da meinen kleinen Beitrag zu steuern kann, dann mache ich das auf jeden Fall. Aber das ist ja noch im ganz kleinen Bereich. Also ich glaube, dass man da viel, viel mehr machen kann. Und gerade unsere Generation, sage ich immer wieder, muss das viel mehr auf dem Schirm haben. Es sind nicht nur immer die, für uns, die Erwachsenen sozusagen oder beziehungsweise die Großeltern, die da spenden und sich drum kümmern. Alles hat seine Zeit. Das ist so ein bisschen das Fazit am Ende dieser wirklich wunderschönen Geschichte, die es gibt. Und das Einzige, was man mit Zeit nicht machen darf, ist sie verschwenden. Und es war sehr schön, mit Ihnen die Zeit hier zu verbringen. Danke Ihnen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ganz viel Erfolg. Schönen Abend noch.